Und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von WWE 2K16. So, jetzt machen wir schnell ein krasses Match. Legen wir hin, Einzüge aus, die kennen wir eh alle super intensiv. Erste Folge, dreimal gegen ihn verloren. Aber jetzt haben wir den Dreh raus. Und ich muss niesen, und ich muss aus dem Ring. Ja, ich musste niesen. So, jetzt habe ich wenig Zeit. Ey, das habe ich ja noch nie geschafft. Nein. Jetzt habe ich ihm eine Vorlage gegeben, damit er richtig harten Move machen kann. Komm, hau ab, Außenring, hau ab. Bam! Und zerstört. 2013 history was made in NXT. Tyler Breeze debuted as an NXT superstar and one of the accolades he brought with him was being a professional model. The man has the alias Prince Pretty. Tyler Breeze is not your normal NXT superstar. In a short amount of time, he's developed quite the reputation competing against Sami Zayn, Hideo Itami, Neville, Kalisto, and Adam Rose. What's your take on Bacon tonight? Definitely looking confident in this one-on-one environment. We're going to find out who's the better competitor, that's for sure. No gimmicks here, just some good old-fashioned one-on-one action. Mist. Jetzt hat er den Hammer genommen. Ach nö. Jetzt muss ich mir den gleich wiederholen. Rope Break. Ich glaube, da muss ich demnächst mal ausstellen. Ein automatisch Rope Break. Kann man das hier jetzt eh schnell so aufstellen? Hier, Rope Break, automatisch. Nee, 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 nee. Anzeige, Replay. Das ist auf jeden Fall gut. Zieleinstellung automatisch, manuell. Ja, dann nehme ich das. And then abuses them with extreme precision. Cool. Look out. He's got his sights set on that neck region. Tyler Breeze is looking. Ja, okay, nee. Das stört mich jetzt ein bisschen. Mache ich das jetzt hier raus. Und sonst ist alles okay. Nein, ich nehme die an. So. Ey, ich will den komischen Namen weg haben. Ach so, das war die. Okay, ja, dann, ja. Das war die Anzeige, okay. Nein, der macht mich schon wieder fertig. Kann doch nicht wahr sein, der macht mich schon wieder fertig. This could be huge. Cole, what's he got in mind? Und jetzt bam, geht kaputt. Tyler Breeze is a master of selfies and he's also a top contender for the NXT championship. I can appreciate a good finishing move. And Breeze has put away many a foe with his beauty shot and supermodel kick maneuvers. Look out. Nein. Jetzt macht wieder einen Pin. Instant. This match goes on. Not today, too fast. Nein, der hat schon wieder kaputt, ey. Der Rusev war easy kaputt zu kriegen und der hier? Unbelievable. Nein, jetzt macht er schon wieder Pin. Oh, doch nicht. Oh, kann ich nicht mal rausgehen? Lass mich doch jetzt mal zufrieden. No, jetzt macht er schon wieder irgendeinen Move. Er macht die ganze Zeit irgendwelche Moves, die man nicht blocken kann. Das ist doch blöd. Ja. Oh, jetzt habe ich schon wieder. Die Attacke habe ich halt jetzt vergessen. Oh, jetzt macht er Finisher. Nein, hau ab, nicht, nein! Ha! Bäm!
Alter! Jetzt mach doch! Oh! War das knapp! Och, jetzt lass mich doch einmal mal meinen Move machen. Alter. Each of these competitors is looking for the slightest hint of weakness in the other. Well, that's a strategy you have to always have in the back of your head, Cole. If you ever see a weakness in your opponent, you gotta jump on it. The human body can only absorb so much of that. There's the cover. Can he do it? Think he's got him. King, I don't know. What a win. Man, he's gotta feel great. Wie soll das anbieten auch schon gehen? Wie soll man gegen so einen gewinnen, der die ganze Zeit irgendwelche Moves macht, die man nicht countern kann? Ich hätte vielleicht einen Move von ihm countern können, während er die ganze Zeit in der Row Endless Combo gemacht hat. Ach, ich bin Rang aufgestiegen. Das ist doch schön. Aber ich konnte seinen Finisher versus countern. Da hat er den richtig geschaden gemacht und dann habe ich aber dann ist halt, kommen dann immer diese komischen Einblendungen immer viel zu spät. Mit, jetzt kannst du einen Finisher machen. Und jetzt nicht mehr. Oh, guck mal, he's Slater, Alligator. So, jetzt ist den Eingang von Zane, wissen wir, aber von Slater, den haben wir noch nicht gesehen. Also werden wir uns den gönnen. Von Slater, Alligator. Ja, der interessiert uns nicht. Jetzt kommt... Heath Slater, der derzeit noch Tag Team Champion ist in der Reality Wrestling Show SmackDown Live. Und hier macht er nur ein Match gegen Zane, ohne irgendwas überhaupt, um irgendwie Champion zu werden in NXT heuer. Ah, der hat mehr Bart als sonst. Also, der hat hier weniger Bart. Also im Spiel hat er jetzt weniger Bart. Aber naja, es ist halt so, ne? Okay, war genug. So, jetzt müsst ihr kämpfen. Dies ist das Match eines Rivalen. Du kannst zusehen, überspringen. Okay, kann ich hier nicht eingreifen. Du kannst es zusehen oder es überspringen. Okay. Und wozu war das denn jetzt nötig? Ist doch vollkommen egal, wie der jetzt kämpft oder was auch immer. Denn hier komme ich jetzt raus, weil er gewonnen hat. Und jetzt mache ich ihn fertig. Na komm doch, komm doch, komm doch. Ja, ich komme ja gleich. Dann wirst du sehen, was du davon hast. Okay, dann halt doch nicht. Ach, deswegen soll man sich das angucken, damit so ein besserer Übergang ist. Ja, aber... Wer will denn schon sowas sehen? Ein besserer Übergang. Pfah, genau. Besserer Übergang. Okay, das nächste Match gegen Jack Swagger. Hoffentlich, also das wird 100% besser werden als gegen das von Brise. Ich habe gegen einen auf Platz 10 verloren. Oh, das ist doch kacke. Aber mein Charakter hat ja auch einfach mal mega wenig Punkte. Ich meine, ich habe gegen Rusev... Okay, der ist gar nicht in der... Der ist gar nicht in der Liste. Ach, deswegen war der so einfach. Ich wette... Moment, ich muss jetzt erstmal nachgucken, wo sieht man denn, wie viele Punkte so einer hat. Rusev. Sieht man hier noch nicht. Ah, guck mal, hier kann ich weiter nach unten gehen. Da. Kann man hier nicht seine Punkte sehen? Nee. Muss ich auf Charakter gehen? Nee. Ich sehe jetzt gerade nicht, wie viele Punkte der hat. Das ist ja blöd. Nur wenn er in der Rangliste ist, oder wie? Ja.
Okay, das war's dann erst auch erstmal für diese Folge. Moment, wir haben ja VC-Punkte. Jetzt müsste man ja da irgendwas mitmachen können, ne? Moment, das war, glaub, Charakter. Fähigkeiten, Eigenschaften, kann ich die damit irgendwie erhöhen? Oh, nice, ich kann die damit erhöhen. Okay, also ich greife öfters mal mit Armen an. Ich bringe das mal auf 60, das ja auch auf 60. Kopfzähigkeit, Körperzähigkeit ist wichtig. Armzähigkeit, Bewegungstempo auf jeden Fall erstmal hochballern. Angriffstempo wird auch erstmal hochgeballert. Dann Agilität wird ein bisschen hochgeballert. Grifftempo auf 60. Stärke, Ausdauer, Erholungsdauer ganz nach oben. Schadenserholung, der Rest wird da drauf. Ja, ich würde mal sagen, dann. Da braucht man echt noch ein paar Punkte mehr. Pin-Befreiung, das auch noch nach oben. Da bin ich echt nicht so gut drin. Beziehungsweise eigentlich schon, aber bei dem letzten Punkt, da brauche ich noch ein bisschen. Was kann ich noch jetzt noch schnell erhöhen? Oh, ich habe da Punkte für die Ausdauer. Okay. Agilität. Geht noch ein Punkt. Okay. Und dann kann ich hier noch einen Punkt, hier noch einen Punkt, hier noch einen Punkt. Ja. Ey, da bin ich jetzt von meiner. Willst du das bestätigen? Wenn du auf Ja wählst, gibst du die DP aus. Du kannst ihn überhaupt nicht mehr rückgängig machen. Ja. Passt. Ey, jetzt sind wir von 64 Punkten auf 67 hoch. Also, das muss ich sagen, das ist jetzt schon mal echt mal gut. Wir können da noch eine Menge verbessern, aber wir sind fürs nächste auf jeden Fall schon mal besser für die Kämpfe gerüstet. Und jetzt weiß ich auch, wie man sich verbessert. Das ist auf jeden Fall auch schon mal was wert. Und hier kommt man dann, hat man halt bessere Moves, oder? Das verstehe ich jetzt auch nicht, nee, auch nicht wirklich. Ich glaube, hier kann man dann verschiedene Moves machen. Roadback und fairer Pin noch, ja, okay. Moment, war da gerade Versprecher? Ach so, Sprecher. Diese wird beim Match von Superstar Manager begleitet. Immer wieder immer aktiv. Okay. Ich muss immer noch Face werden, weil ich habe mir ja, wie heißt es hier, jemanden gekauft. Zumindest meine ich, dass ich mir jemanden gekauft habe. Ja, ich habe mir Niki Bella gekauft. War ziemlich billig, deswegen habe ich mir die gekauft. Deswegen muss ich Face werden, damit ich die einsetzen kann. Ich bin auch echt schlau. So, das war's für die Folge. Und dann sage ich Tschüss. Und dann sehen wir uns beim nächsten Match. Nämlich bei den Superstars am Freitag. Hoi ho!